So, im DFB-Pokal heißt der nächste Gegner heute auswärts Erzgebirge Aue. Wir sind in Runde 3 und wollen natürlich den nächsten Schritt machen. Als Titelverteidiger, klar, wollen wir auch diese Saison den Titel haben. Und ich habe es in der letzten Folge schon kurz angekündigt. Es wird unsere letzte Saison werden in FIFA 21. Und wir müssen mal gucken, ob wir danach FIFA 22 spielen, ob wir danach noch was anderes spielen. Ich weiß es halt noch nicht, wie die Zukunft aussieht jetzt irgendwann hier auf diesem Slot. Und ich habe so viele Ideen und so wenig Geld. Und ja, gucken wir dann einfach mal, ne? So, auf geht's. Ich mach das jetzt noch kurz in diese Übung hier. Und dann geht's sofort ins Match. Ja, sehr gut. Na, ist genau die Lücke da unten drin getroffen. Und der letzte geht natürlich oben drüber noch. Aber hey, immerhin, Dritter. Naja, gut. Okay, gehen wir rein ins Drittrundenmatch des DFB-Pokals. Vor allem auf ihn konzentrieren. Denn in den letzten 3 Spielen konnte er 4 Tore machen. Trifft er heute auch wieder? Wir zeigen es Ihnen jetzt bei EA Sports. Es regnet, liebe Zuschauer. Das Wetter spielt nicht so richtig mit. Und trotzdem, herzlich willkommen zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Erzgebirge Aue gegen Schalke 04. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf, aber wir müssen schon sagen, es ist ein Spiel mit einem deutlichen Favoriten. Die Gäste müssen das hier eigentlich machen, müssten das Weiterkommen unter Dach und Fach bringen. Ist noch nicht entschieden, okay, aber die Favoritenrolle haben sie. Louis Samson, die Nummer 21, Malcolm Kakutanua, die Nummer 5. Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Kurz noch zur taktischen Ausrichtung. Hier sehen wir ein 3-5-2, hinten also die Dreierkette, dann ein 5er Mittelfeld und vorne die beiden Stürmer. Pascal Testraut und mit der Nummer 31 So, unser Ziel ist es natürlich wieder in die nächste Runde einzuziehen und das wollen wir heute in Aue, nicht in Augsburg, in Aue. Im Tor ist Manuel Neuer, Stefan Savic. Ich hätte eigentlich Zentner einsetzen müssen. Naja, egal, jetzt ist okay, jetzt ist gut, weiter geht's. Das Spiel ist gestartet und wir wollen natürlich den Sieg in Nürnberg so ein bisschen vergolden, weil vor allen Dingen nächstes Spiel schon Bayer Leverkusen erwartet wird und das ist quasi ein Topspiel. Schöne Aktion. Und der Linienrichter hebt die Fahne. Abseits. Und das auch zurecht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Sie verlieren den Ball. Ja, super. Nachgesetzt da vorne. Zwei der besten Spieler stehen sich hier heute gegenüber. Jawohl, Wolf. Auf die beiden freue ich mich immer. Die gehören in puncto Offensive. Für mich zumindest. Zielinski. Die Chance zur Führung. Und Neuer verhindert das 1-0 für die Gäste, für die Heimat hier. Ja, die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Sie können nie klären, sind weiter im Bedrängnis. Aue versucht natürlich den Druck zu erhöhen. Die wollen natürlich da dranbleiben. Die wollen natürlich den Schalkern wehtun heute. Staus. Und eventuell heute sogar noch auskegeln. Scheiden wir heute hier in Aue aus? Oder geht es doch noch irgendwie in die nächste Runde? Arnold. Abmarsch, Richter. Marco Richter. Doppelpass mit Alario war es. Da hat er durchaus Optionen. Ah, das war ein bisschen schlecht. Aber es ist kein Foul. Nee, es ist alles gut. Jetzt hat er die Lücke frei und wieder verhindert der Keeper.
Also wenn man die ersten 15 Minuten macht, schon extrem Bock gerade. Der Außenseiter spielt mit, du führst nicht schon 3-0, sondern... Ah, bisschen falsch gespielt, bisschen zu sehr im Rücken gespielt. Oh, jetzt geht Aue, warum auch immer, nicht durch. Kein Foul, okay. Also, ich hätte jetzt gedacht, okay, der fasst jetzt ab, war wohl doch bei gespielt, gerade so. Gossens, kommt der an, ja, kommt der an. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Also wie gesagt, Aue spielt hier gut mit, probiert es hier gerade mit Kampf und viel Druck. Gut gelöst da von Maxi Arnold. Guter Pass, das könnte Chance werden. Ah, vom Fuß doch geklaut. Ja, das sieht gut aus. Gossens, ja, geht jetzt. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball, viel zu ungefährlich. So. Ja. Ballas, der jetzt mal ein bisschen Platz hat. Und einen guten Pass spielt, aber der kommt halt trotzdem, aber trotzdem gut nachgesehen von der Nummer 5. Stark gearbeitet hier. Ich komme gerade aber auch nicht ins Match. Rein, aua, der zieht riesen Chance in Führung zu gehen. Noch Außenpfosten. Außenpfosten. Und damit wäre die Führung für Aue drin gewesen. Und sie wäre nicht mehr unverdient gewesen, weil die Schalke bisher noch nicht viel auf die Reihe bekommen haben. Die Aue haben schon die zweite große Chance gehabt. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich das darf es gewesen sein. Ja. Richtig, da war er unaufmerksam. 35. Minute. Wie gesagt, der Außenseiter spielt das ganze Ding hier mit. Ja, das ist so. Aber es ist erwartet das schwere Spiel gewesen. Es war mir fast klar, dass das da auch ein Team gibt, die aber voll gegenhalten. Aber das ist halt Aue heute. Das sehen wir auch an der Ballbesitzquote. Ah. Und ich bin gespannt, wie lange es hier noch beim gut gemacht, Maxi Arnold. Beide sind allerdings auch zögerlich. Ich hoffe, dass das kein Abseits war. Man sagt, der Schiedsrichter war es nicht. Und jetzt führt der Favorit 41. Minute. Endlich hat das Ding mal funktioniert. 0-1 hier der Spielstand. Ist kurz vor der Pause. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig. Weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Sieht gut aus für die Schalker, sie liegen vorne. Puh, 41. Minute, wie gesagt, 4 Minuten von der Pause, dann endlich das 0-1. Aber endlich auch mal. Ach, Gott sei Dank. Ist ein bisschen erlösend gerade. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen was drin. Gossens jetzt mal über die Außenbahn, über links. Kommt jetzt die Flanke. Und jetzt die Chance. Gossens! Der muss ein bisschen was zeigen. Es ist nicht mehr so lange. Hinter kommt nämlich Eden Hazard. Und dann ist die Führung schon. Und da ist das 0-2. Eine wunderschöne Ecke und direkt vor der Pause noch das zweite Tor hinterher, nämlich Lucas Alario. Macht das Tor. Jetzt im 2-0. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Aber ganz sauber oben reingenickt. Wirklich hochspringen muss er nicht. Der Abwehrspieler verschätzt sich. Der legt ihn einfach nur rüber ins lange Eck. Keine Chance für den Keeper. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und dann steht es hier 0-2. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2-0 in Front. Und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Sieht so aus, als würden wir gerade so ein bisschen die Pflichtaufgabe Aue lösen.
So, weiter geht's. Schalke liegt hier vorne, war ein guter erster Spielabschnitt der Gelsenkirchner. Alario. Der jetzt auf Tempo geht, der versucht mal gegen Kaku Talua durchzugehen. Geht jetzt in die Mitte. Noch die Chance da. Und wieder hilft der Keeper. Das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Bald ist es vorbei. Das nächste Spiel in der Bundesliga für den FC Schalke. Dann geht es zu Hause gegen Leverkusen. Da sind wir natürlich mit von der Partie. Und wieder. Beide gefährlich. Und die Schalke hat jetzt nach Paulinho 0-3. Ja, sag ja, dann ist irgendwie so mit diesem Doppelschlag vor der Pause ist so ein bisschen die Gegenwehr gebrochen. Jetzt machen sie ziemlich einfache Fehler und auch das Ding war absolut zu verhindern. Da kommt dieses Tor nochmal. Ja, hält der Keeper wirklich gut, klopft ihn auch zur Seite, haut ihn zur Seite, aber ja, Kurs ist halt am schnellsten. Und dann ist es Paulinho. Chancenverwertung aus der Halbdistanz, angeschnittener Ball, keine Chance für den Torhüter. Und für ihn ist es jetzt Tor Nummer 3 im DFB-Pokal. Jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Die Nummer 10, Paulinho. Der Ballverlust. Kommt an. Uiuiui, ui, ui. Auch das Ding war klar zu verhindern. Dann steht es hier 4-0. Und Aue schenkt sich gerade die Gegentore selber ein. Es ist der dritte eigentlich zu ver... ja, sagen wir mal, der zweite jetzt hintereinander. Der Treffer, der zu vermeiden ist. Dieser einfache Querpass und der kommt an. Alario kriegt den, marschiert durch, legt ihn rein. 4-0. Schalke steht in der nächsten Pokalrunde und löst die Aufgabe Aue da doch relativ souverän. Aber es sind halt noch 60 Minuten, ne? Beziehungsweise noch 30 Minuten und ich erinnere mich mal an... ein Spiel Deutschland gegen Schweden. Da stand es, glaube ich, so 63. Minute 4-0 für Deutschland. Am Ende stand es 4-4. Nur so nebenbei. Aber mal gucken. Aber ich bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass wir jetzt tatsächlich dann doch in der nächsten Runde stehen. Auch wenn, wie gesagt, die zwei Gegentore eigentlich mehr oder weniger geschenkt waren. Baku, nächster Treffer 5-0, 63. Auch das ging 4-1. Riedle Baku macht das nächste Tor, 63. Aber jetzt bin ich ziemlich sicher, dass wir da in der nächsten Runde stehen. Jetzt sollte nichts mehr passieren. Wieder ein Fehlpass Dauer. Also die machen es momentan zu einfach. Latza. Latza. Und drin. Jetzt haben die Schalker so viel Glück mit dabei. 0-6, 67. Minute. Leverkusen kann kommen. Und man muss eigentlich sagen, die Auer haben uns tatsächlich so ein bisschen Paroli geboten in den ersten Minuten. Und die erste Ecke gehabt, haben schon ein paar Chancen gehabt. Unter anderem einmal frei vom Keeper, einmal Außenpfosten. Aber wenn ich ehrlich bin, schenken sie uns jetzt gerade so ein bisschen die Tore selber. Auch der war mit viel Glück durch Napraller. Danny Latza, der Kapitän, macht zum macht seine 67. das nächste Gegentor. Danny Latza. Es sind einfach momentan viel zu viele einfache Ballverluste. Auch das Ding war relativ einfach, simpel. Ja, Baku, und Richter. Jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Paulinho. Paulinho. Ah, der. Super gesehen, dass der Richter damit durchläuft. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Gute Chance. Und drin. Auch das war wieder viel zu einfach. Ballverlust und dann der nächste Konter. Und Schalke spielt nochmal auch gnadenlos runter gerade. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt
kämpft er sich durch und dann macht er stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. So, da können wir jetzt ein bisschen wechseln, weil wir müssen ja uns auch ein bisschen vorbereiten auf die nächste Partie. So. Leider kann ich auch nur dreimal wechseln und das werde ich jetzt auch tun. Und spielt es jetzt einfach so mal runter, führt mit 7:0. Hier in Aue und hier in der nächsten Runde. Leverkusen, wie gesagt, der nächste Gegner, Spieltag Nummer 14, Entschuldigung. Aber vielleicht kriegen die auch noch ein Ehrentor. Baumgart. Nö. Dann zumindest nicht aus dieser Situation. Sie wechseln aus. Becker. Kalajdzic. Ja, mit ein bisschen Glück kommt der. Kriegt der Auer das da mal geklärt da hinten. Er setzt sich durch und, jetzt und an Manuel Neuer kommt gerade keiner ran vorbei. Ja, oh, Weltklasse-Ding hier. Robin Gosens. Aber er war frei durch. Da muss er mehr rausmachen. Ja, der bleibt dran, Herr Gosen. Karl Leitschitz kommt nicht in die Abschlusssituation. Aber auch ein. Und wir sehen einen verdienten Sieger. Den Ball kann er abfangen. So, Arnold! Den Ball spielt er gut. Jetzt müssen wir genau. Drin das Ding, Paulinho. Tor Nummer 4. Arnold, kein Abseits, Kalajdzic. Noch die Chance da. Und dann war es das. Die Gäste sind weiter und wir sehen es. Der Jubel ist natürlich groß. Sie können sich hier durchsetzen, können überzeugen und das stimmt zuversichtlich für die nächsten Runden. Und damit steht man in der nächsten, souverän in der nächsten Runde. Und man muss jetzt sagen, Auer hat, wie gesagt, sehr gut mitgehalten am Anfang, aber es dann komplett auseinandernehmen lassen. Sie hatten zwei Chancen, einmal frei vom Keeper und einmal an den Außenpfosten. Und ja, Stuttgart gegen Würzburg 2:2 nach 90 Minuten. Das heißt, da ist Verlängerung angesagt. Und die Stuttgart setzen sich durch. Wir gucken gerade mal auf die Spielergebnisse. Frankfurt schlägt St. Pauli. Köln unterliegt gegen Leverkusen. Allerdings die Viktoria. Und damit ist es ja eigentlich auch ein Derby. Dann gucken wir Dortmund gegen Augsburg 1:2. Oh, die Dortmunder verabschieden sich in der zweiten Runde. Übrigens genauso wie in der dritten Runde genauso übrigens wie der FC Bayern München. Die unterliegen nämlich zu Hause dem SC Freiburg mit 1:2. Und dann schaltet der Hertha aus mit 1:2 gegen Werder Bremen. Holstein Kiel unterliegt Mainz ebenfalls 1:2. Ja, Stuttgart-Würzburg 4:2. Unser Spiel haben wir ja gesehen. Frankfurt, St. Pauli wieder 3:2 und Köln gegen Leverkusen 0:2. Also Bayern und Dortmund beide in der dritten Runde ausgeschieden. Das ist schon mal eine Überraschung, muss ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sind dann in der nächsten Folge wieder und dann heißt es dann das nächste Duell gegen Bayern Leverkusen. Mit dem Sieg sind wir da auf schon mal 9 Punkte weg. Und dann wäre eigentlich schon der Herbstmeistertitel drin. Na gut, hoffen wir das schaffen. Sehen wir uns in der nächsten Folge an. Morgen um 18 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet.